war kalt, Leute. Eis an den Scheiben. Und jetzt muss ich mit offenen Fenstern fahren. Jetzt schlägt das gleich. Hier können wir gar nichts mehr sehen. Das wollen wir auch nicht. Hier war das über, ne? So, wir haben jetzt gestern Abend den Kellner nochmal gefragt, wo ist denn eigentlich das Schloss von Dracula? Dann sagt er, das ist Bran. Ich wusste nicht genau, wo das ist, aber das habe ich heute Morgen nochmal, ich habe es auch nicht gefunden. Und dann war hier vorne am Parkplatz war jemand mit seiner Frau, der habe ich gefragt, ob er Englisch kann, ja, und dann, das ist in Brand, sagt er. Dann habe ich erstmal geguckt, da bin ich ja schon längst gefahren. Da bin ich tatsächlich längst gefahren, habe es aber nicht gesehen. Ist auch egal, ich bin jetzt da gewesen. So, und dann hat er mir noch vorgeschlagen, hier so ein Red Lake zu begucken, aber das ist das auf einer anderen Strecke, das passt jetzt nicht, weil ich da in einem Teil der Strecke schon war. Und soll wohl auch gut sein. Und ich fahre jetzt diese Strecke hier. Und die habe ich ihm gezeigt und sagte, nee, das ist die Strecke, wo am meisten Castle sind. Also diese sozusagen die transsilvanischen Castles. Na, nein, das ist ja genau richtig. Habe ich ja nichts verkehrt gemacht. Das wird auch immer ausgeschildert, rechts und links sind die Castles immer ein paar hundert Meter oder ein paar Kilometer weg. Da kann ich sowieso nicht hochfahren mit meinem Auto. Wir gucken uns die Straßen an und dann ist es auch gut. Bloß das von Frankenstein, das ist genau im Ort gewesen. Das ist ein bisschen bedauerlich, dass wir das noch nicht genau gesehen haben oder nicht registriert haben. Vielleicht habe ich es ja doch auf dem Film, aber das muss ich sehen. Auf jeden Fall ist jetzt ein bisschen schwierig, vielleicht wird es auch wärmer. Mit das Licht, seitlich ist alles Eis. Wir haben den 21.04.2016. Und das ist auch der 21. Tag meiner Reise. Geradeaus, ne? Ja. Ach, Scheiße, eingeworfen. Lass mal rechts fahren. Das ist in Deutschland ein bisschen anders im Einordnen. Entweder hast du die richtige Rechtsspur. Achso, ich kann auch mal abbiegen. Ja, ich muss umdrehen. Hier vorne werden wir sehen. Da muss ich sehen, ob meine Hinterwege ist. Das ist das Problem. Teilweise ganz schön gefährliche Fahrer hier. Ich drehe hier lieber um. Die heizen wie die Wilden. Und dann hat der Kellner mir auch gesagt, ich habe ihn nämlich gefragt, warum das hier alles in zweisprachig ausgeschildert ist. Ja, das sind 90% hier Ungarn der Bevölkerung. Aha, deswegen wäre auch die Fahrweise. Und ich will ja noch nach Ungarn. Also, das war gestern echt schlimm, dass ich mich da irgendwie geärgert hatte. Weil die LKWs und auch die Privatleute mich da ganz schön gefährdet haben. Sie merken das vielleicht gar nicht so.
Fahrt.